Das sind sie, die Beine einiger Fußballlegenden, die am Dienstagabend das Parkett der Wiedigsburghalle in Nordhausen strapazierten. Sehr zur Freude von mehr als 1000 Zuschauern, die sich die vierte Auflage dieses Hallenfußballspektakels nicht entgehen lassen wollten. Neben einem Qualifikationsturnier von Mannschaften der Regionalklasse standen natürlich die Teams im Fokus. Darius Wosch und seine Freunde oder Bernd Schneider und Friends oder die Oldies des FSV Frankfurt oder von Rot-Weiß Erfurt und natürlich die Gastgeber, die neu formierten Wacker Oldies. Den Turnierauftakt gestalteten die Mannschaften von Salza und Bischleben und unterdessen machten sich schon mal die Kicker von Wacker Nordhausen warm. Sie trafen in ihrem ersten Spiel auf die Oldies des FSV Frankfurt an der Oder. Wir bedanken uns beim Anwalt Peter, wir bedanken uns beim Badehaus, jetzt Einschnitt, bei der Firma Hausaufwahl, bei der Firma Selbstverwaltung. Und verloren klar mit 5:1. Für das 11. Tor des Turniers gab es natürlich einen echten Nordhäuser, dann aber Fußballkost wieder vom Feinsten. Ex-Nationalspieler Bernd Schneider hatte seine Freunde mitgebracht und die brachten die Rot-Weiß-Oldies an den Rand der spielerischen Verzweiflung. Nach 12 Minuten stand es 5:0 für Schneider and Friends. Auch Wacker Nordhausen konnte den Ballkünstlern aus Jena nicht viel entgegensetzen und verlor die Begegnung mit 0:2. Glücklos agierten die Mannen um Jens Eisenschmidt auch gegen Darius Wosch und dessen Fußballfreunde. Mit dem Apfel von Schiedsrichterlegende Adolf Prokop gewannen Zaubermaus und Co. mit 2:1. Womöglich lag die Nordhäuser Erfolglosigkeit an der Neubesetzung der Oldie-Truppe, die so noch nicht oft zusammengespielt hatte. Doch auch die Mannschaften aus der Regionalklasse zeigten spielerisch und kämpferisch guten Fußball. Dann jedoch deutete sich das letzte Spiel der Nordhäuser an und ihnen gegenüber standen die Oldies von RWE. Noch eine Niederlage? Auf keinen Fall gab Trainer Arndt Vorberger seinen Jungs mit auf das Parkett. Hier das 1:0 durch Jens Eisenschmidt. Nach 12 Minuten stand es dann 2:1 für Nordhausen. Im allerletzten Spiel des Tags der Legenden gewannen die Freunde von Darius Wosch 1:0 gegen Bernd Schneider und Co. Die Spielgemeinschaft Bischleben-Möbisburg hatte sich für den Telefan Cup in Nordhausen am 14. Januar qualifiziert und Wosch und Freunde gewannen die vierte Auflage dieses Tags der Legenden.